Wenn es eine Sache gibt, bei der Gruppenzwang dich wirklich tief runterziehen kann, dann ist es Alkohol. In unserer Gesellschaft gilt Alkohol als Kleber, der die Menschen zusammenschweißt. Und das, obwohl die Effekte von zu viel Alkohol geradezu zerstörerisch sind. Meiner Meinung nach gibt es kaum einen Grund, um Alkohol zu trinken. Im heutigen Video erfährst du, was dich erwartet, wenn du gegen den Strom schwimmst und auf Alkohol verzichtest. Besonders Punkt Nummer 7 ist ein riesiger Pluspunkt, den aber nur die wenigsten auf dem Schirm haben. Legen wir los. Erstens, deine Haut erholt sich. Eine Studie aus den USA hat gezeigt, dass regelmäßiger Alkoholkonsum schlecht für die Gesichtshaut ist. Auch deine Organe werden es dir danken, wenn du weniger trinkst. Ich will hier nicht den Moralapostel spielen, aber im Zweifelsfall wird es dir auch deine Freundin danken, wenn du deinen eigenen Konsum unter Kontrolle hast. Deine Familie und deine Freunde werden vielleicht am Anfang komisch gucken, aber schnell werden sie deine Entscheidung respektieren, wenn sie merken, dass du es ernst meinst und verdammt nochmal durchziehst. Das ist ein geiles Gefühl und vielleicht nehmen sich andere sogar ein Beispiel an dir. Du lernst also Verantwortung zu übernehmen und du lernst unangenehme Situationen auszuhalten und dem Druck nicht nachzugeben, wenn alle anderen trinken. Zweitens, du triffst bessere Entscheidungen. Stelle dir vor, du wachst sonntagmorgens auf und bist voller Tatendrang. Du blickst zurück und realisierst, dass du gestern nicht deiner Ex-Freundin peinliche SMS geschickt hast, dass du nicht die Frau vom Chef angegraben hast und dass du nicht erst um 4 Uhr morgens nach Hause gekommen bist. Wie gut fühlt sich das an, sein Leben im Griff zu haben? Du triffst jeden Tag 20.000 Entscheidungen. Je mehr Alkohol du im Blut hast, desto weniger Entscheidungen kannst du kontrollieren. In Punkt 6 gehen wir noch einmal genauer darauf ein. Allgemein kannst du dein Leben besser planen und du kannst dich besser auf dich selbst verlassen. Drittens, besserer Schlaf. Du schläfst viel besser, wachst mit mehr Energie auf und fühlst dich tagsüber insgesamt besser und fitter. Deshalb musst du auch keine Sonntage mehr dem Kater opfern, weil du am Tag davor zu lange feiern warst. Alkohol sorgt dafür, dass du schlecht in die REM-Phase, also die Tiefschlafphase, kommst. Versteh mich nicht falsch, du kannst natürlich auch feiern gehen, aber das geht auch ohne zu trinken. Wie wichtig ein guter und gleichmäßiger Schlaf für dein Energielevel ist, habe ich in früheren Videos auf diesem Kanal erklärt. Du hast ohne Alkohol mehr vom Tag und kannst dein Leben einfach besser genießen. Viertens, du bleibst besser in Form. Was viele nicht wissen, Alkohol hat sehr viele Kalorien. Ein 0,3 Liter Glas Bier hat zum Beispiel 130 Kilokalorien. Einer weiteren Studie aus den USA zufolge wirst du zwar nicht unbedingt dicker, wenn du zu viel Alkohol trinkst, aber du ersetzt bis zu einem Drittel deines Essens durch Alkohol. Nüchtern fällt es dir also definitiv leichter, in Form zu bleiben. Auf Alkohol zu verzichten ist eine der effektivsten Möglichkeiten, eine gute Form beizubehalten oder sogar zu bekommen. Fünftens, du wirst produktiver. Du musst dich nicht länger mit Unwohlsein oder einem Hangover herumplagen. Du hast endlich kein schlechtes Gewissen mehr, sondern bist stolz auf dich. Gerade Menschen zwischen 18 und 30 Jahren sind davon betroffen. Genau in dem Alter freuen sich viele von uns aufs Wochenende, weil es auf eine Geburtstagsparty oder in einen Club geht. Du kennst es. Doch nach dem Feiern sind Samstag und Sonntag quasi gelaufen. Du kannst dich nicht richtig konzentrieren, dir ist schlecht und du hast Kopfschmerzen. Stell dir vor, wie geil es wäre, wenn du dir einen Vorsprung vor deinen Freunden erarbeitest. Wenn du also das Wochenende produktiv nutzen kannst, während deine Kollegen bereuen, dass sie das eine oder andere Glas Bier zu viel getrunken haben. Sechstens, dein Verstand funktioniert besser. Gibt es eine Sache, die du immer wieder vor dir hergeschoben hast? Jetzt ist die perfekte Zeit dafür, denn du bist nüchtern und wirst es auch bleiben. Du kannst dich voll auf die Aufgabe konzentrieren und hast einen klaren Fokus. Nüchtere Menschen haben weitaus bessere kognitive Fähigkeiten als Betrunkene. Wir haben uns alle nach einer Party schon einmal zerstört gefühlt. Aber das kann ab heute vorbei sein. Du bist in Topform und fühlst dich frisch. Du wirst nicht so leicht abgelenkt, du weißt genau, was du zu tun hast und das Beste, du bist auch in der Lage, das umzusetzen, was du dir vorgenommen hast. Siebtens, du wirst finanziell freier. Wenn du weniger für Alkohol ausgibst, sparst du Geld. Menschen in ihren 20ern geben oft 200 Euro und mehr pro Monat fürs Feiern aus. Du kannst so ganz leicht Hunderte oder sogar Tausende von Euro im Jahr sparen. Glaub mir, wie großartig es sich anfühlen wird, wenn du auf einmal genug Geld gespart hast, um dir wertvollere Sachen zu kaufen. Du kannst dein Geld sparen oder investieren, aber du verprasst es nicht länger. Achtens, Glück
und Zufriedenheit. Letztendlich wirst du glücklicher. Du merkst am eigenen Leib, dass dir Alkohol mehr geschadet als genützt hat. Vielleicht ist es allein schon Grund genug, jetzt die Entscheidung zu treffen, ein für alle Mal mit dem Trinken aufzuhören. Natürlich spricht nicht viel gegen mal ein Glas Bier. Doch selbst das solltest du dir nach diesem Video vielleicht das ein oder andere Mal überlegen. Und weil du bis zum Ende dran geblieben bist, habe ich jetzt noch ein Geschenk für dich. Ich habe 3 kostenlose Reden für dich vorbereitet, die dein Leben noch heute verändern können. Bereits über 1000 Menschen haben sich diese 3 Reden gesichert. Wenn du also etwas Motivation brauchst, um dein Leben zu verändern, um auf Alkohol zu verzichten, dann findest du unten in der Videobeschreibung den Link dazu. Mein Team schickt dir danach sofort die Reden per E-Mail. Das war's von mir, deinem Dennis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.